Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir wollen heute mal wieder über eine neue Serie sprechen, und zwar über die Netflix-Serie Atlas, von der jetzt die erste Staffel bei Netflix gelaufen ist. Eine Staffel mit 8 Episoden im Jahr 2021 veröffentlicht. Und die Serie hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, wie man so weitgehend hört. Man hört also sehr viele positive Worte dazu. Sie bewegt sich so ein bisschen inhaltlich zwischen Dark und wie heißt der, die französische Serie, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, The Revenant, glaube ich, oder Le Revenant, oder wie es auch immer ausgesprochen wird, also zwischen einer Wiederkehrer-Serie und einmal dieser dunklen Zeitreise-Serie, die deutsche Serie, die wir kennengelernt haben. Und ja, hat eine interessante Prämisse, die wir uns gleich anschauen werden, aber erstmal schauen wir allgemein auf die Story. In Island ist der Vulkan Katla ausgebrochen und die Geschichte spielt jetzt ein Jahr nach dem Ausbruch. Das heißt, der Ausbruch ist noch immer aktiv, was auch möglich ist. Da kommen wir gleich noch drauf, ein bisschen auf die geschichtlichen Einordnungen. Und wir haben den kleinen Ort Vík, um den es hier geht. Der liegt in der südlichen Grenze von Island, also Grenze zum Wasser. Das Eis rund um den immer noch aktiven Vulkan schmilzt und die Gegend muss langsam evakuiert werden, weil sich halt diese Gletscherflüsse immer mehr bilden. Es gibt nur noch ein paar Menschen, die in der Gefahrenzone zurückbleiben und die dann auf weitere ungewöhnliche Ereignisse treffen. Das heißt, es ist nicht nur das Eis, die Asche, sondern da zusätzlich noch entsprechend Ereignisse, die passieren, ausgehend von dem, was hier unter dem Vulkan oder im Vulkan steckt. Die Serie gehört mit zu der Auslandsoffensive von Netflix, um es einfach mal so zu bezeichnen. Das heißt, die Serie wurde jetzt nicht von einem skandinavischen Produktionsteam produziert, sondern von Netflix selbst, und zwar direkt in Finnland. Und das Ganze beruht so ein bisschen auf wahren Begebenheiten, zumindest was den Vulkan angeht. Denn der Vulkan Katla existiert. Es ist einer der aktivsten Vulkane in Island und der liegt unter einem Gletscherschild. Das sind nämlich auch dann die Auswirkungen. Ein Vulkan, der unter so einer Gletscherschicht liegt, hat die Eigenschaft, dass er natürlich, wenn er ausbricht, nicht nur Asche ausströmt, sondern gleichzeitig das Eis natürlich schmilzt und dadurch diese Sturzflut entsteht und halt auch die Gletscherflüsse entstehen. Der Vulkan mit knapp 1500 Metern Höhe liegt dann im Süden von Island, ist halt ein, wie es so schön heißt, subglazialer Vulkan, also ein Vulkan, der unter einem Gletscher liegt und wird auf ein Alter von 200.000 Jahren geschätzt. Letzte Eruption, die wirklich festgestellt wurde, ist 1918 gewesen. Und es wird gemutmaßt, dass es 1955 auch nochmal eine gab. Das ist aber nicht ganz klar nachgewiesen. Der Name Katla steht für Kessel, wird davon abgeleitet und ist auch ein isländischer Frauenname. Die Vulkannamen in Island generell oft Frauennamen. Das zu hinterfragen, ist, glaube ich, jedermanns eigene Sache, warum das so ist. Wir haben das ja auch gerne, dass das Hoch- und Tiefdruckgebiete nach Männern und Frauen benannt sind. Hat auch so ein bisschen schwierig manchmal. Aber kommen wir zurück zu dem isländischen Vulkan. Der Vulkan liegt direkt neben dem Vulkan, der 2010 bei uns für die Flugausfälle gesorgt hat. Das heißt, der Vulkan, der 2010 ausgebrochen ist, ist quasi ein Nebenvulkan von Katla. Normalerweise, wenn dieser ausbricht, bricht die Katla mit aus. Das ist Gott sei Dank damals nicht passiert. Sodass hier entsprechend auch keine so große Gefahr oder Belastung entstanden ist. Auch das Dorf Vík gibt es wirklich. Das liegt an der Südkante von Island und wird halt direkt von dem Vulkan beeinflusst. Das ist einfach so. Das ist bei dem Dorf immer so. Wenn der wirklich mal ausbricht, dann hat es direkt Einfluss auf den Vulkan. Ja, die Serie erinnert recht stark an die französische Serie. Jetzt habe ich es nochmal, Les Revenants aus dem Jahr 2012, weil wir, und jetzt kommen wir in den Spoilerbereich, ihr wisst wie immer, hier wird alles gespoilert in diesem Besprechung von Serien, weil wir sowohl in der französischen Serie als auch in der Serie etwas mit Wiedergängern, mit zurückkehrenden Toten zu tun haben oder halt in diesem Fall hier auch mit Kopien von Menschen. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Lasst uns erstmal mit den Charakteren beginnen. Wir haben so ein paar Grundcharaktere. Die Hauptfigur der Handlung
ist die Grima. Die Grima ist eine Dame, die hier mit ihrem Mann noch immer in Vik lebt und die bei dem Ausbruch des Vulkans ihre Schwester Arsa verloren hat, die entsprechend dabei verschwunden ist und nicht mehr wiedergefunden werden konnte. Und die jetzt seit dem Vulkanausbruch auf der Suche nach ihrer Schwester ist und dementsprechend auch erstmal unter dem Verlust einen Nervenzusammenbruch erlitten hat und dann auch sich professionelle Hilfe gesucht hat für eine Zeit, die sie aber jetzt wieder beendet hat und die durch die ganze Situation sich von ihrem Mann sehr entfremdet hat. Das heißt, die beiden sind eher so eine Art, ja, gefühlt Lebensgemeinschaft. Ihr ist ein bisschen diese Lebensfreude verloren gegangen und sie ist sehr nüchtern, sehr abgeklärt und ja, etwas traurig, depressiv wirkt sie immer. Das ist unsere Hauptfigur hier drin. Und dann haben wir ihren Vater Thor, der so der Handwerker oder der Großmeister des Dorfes ist, der so alles reparieren kann, der hier auftaucht. Wir haben Dari, der als Wissenschaftler hier unterwegs ist. Dari war ursprünglich mal mit Rackel verheiratet. Die beiden hatten zusammen einen Sohn, der vor 3 Jahren gestorben ist. Dadurch ist die Ehe der beiden zerbrochen. Und deswegen liegt nur noch Dari hier und Rackel nicht mehr. Dann haben wir noch Gisli, den, ich weiß gar nicht, was er ist. Er ist, glaube ich, Anführer des Katastrophenteams vor Ort. Und er ist gleichzeitig sehr geistlich veranlagt und hat auch so eine Veranlagung zum Fanatismus, würde ich sagen, von seiner Darstellung her. Dann haben wir noch dessen Frau, die krebskrank ist, wahrscheinlich an Lungenkrebs leidet, weil sie auch eine Beatmung über ein Röhrchen am Hals quasi hat. Und die halt ein bettlägerisch ist. Und wir haben dazu dann noch die Hotelbesitzerin, da fällt mir der Name gerade nicht ein, die Kartenlegerin ist und eher so an das Mystische glaubt. Das heißt an Sagen, an alte Geschichten aus der Region. Das sind so ihre Themen. Das Problem bei den Charakteren an vielen Stellen ist, dass die teilweise etwas dünn sind und ein bisschen stereotypisch sind. Also hier der geistliche Fanatiker, den man ja auch ganz gerne in Stephen King-Verfilmungen hat, zum Beispiel. Oder auch der Vater von Grima, der Thor, der Handwerker, der noch zusätzlich als einsamer Mann seine Katzen hat. Und die Hotelbesitzer, die auch relativ blass ist, die ja zwar so das Bindeglied ist, weil relativ viele in dem Hotel leben, die aber selbst relativ wenig Profil hat. Also sie kennt alle, aber hat selbst sehr wenig zu bieten. Ich finde die Figuren generell so ein bisschen dünn dargestellt. Und was ich überhaupt nicht verstehe, in so einem kleinen Dorf, die reden einfach nicht miteinander. Vater und Tochter so ein bisschen zumindest, aber der Rest kommuniziert kaum miteinander. Und ich lebe auch auf dem Dorf. Ich weiß, dass in speziellen Situationen, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, gerade dann wird viel untereinander gesprochen, sich viel ausgetauscht. Das hat mich hier ein bisschen gestört, dass das wirklich so ein bisschen fernab von dem ist, was man eigentlich kennt vom Dorfleben. Weil Vik ist nun mal ein Dorf. Das ist keine Stadt. Ein kleines Dorf mit wenigen Einwohnern. Lass uns mal einen Blick auf das Mysterium werfen. Das Mysterium ist quasi die Rückkehr der Toten, der Wiedergänger oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Es gibt ganz verschiedene Rückkehrer. Das Ganze beginnt mit einer jungen Frau, die auftaucht, komplett mit Asche und Lehm bedeckt und wo dann herausgefunden werden muss, wer sie denn ist. Sie stellt sich als Gunhild vor und Gunhild war eine junge Dame, die damals im Hotel gearbeitet hat. Ich glaube, es war vor 20 Jahren. Und die mit dem Vater von Grima eine Liebesbeziehung oder Affäre, ich weiß nicht, ob die Mutter da noch da war oder die Mutter sich da schon, also die Mutter von Grima hat sich das Leben genommen, ich weiß nicht, ob das da schon war oder ob das erst später kam. Auf jeden Fall hatten die beide miteinander eine Affäre und sie ist bei einer Wanderung mit Thor verschwunden. So ist zumindest die Vorstellung. Aber dann stellt sich raus, dass die eigentliche Gunhild noch in Schweden lebt. Die ist quasi ausgereist und ist halt weiterhin in Schweden. Das heißt, wir haben hier nicht eine Person, die von den Toten wiederkehrt, sondern wir haben jemanden, der auftaucht, der eigentlich noch existiert. Also hätten wir im Grunde bei vielen Zeitreisethemen so ein Paradoxon, was sich dann widerspricht, wenn zweimal die gleiche Person da ist. Aber hier wird es halt so als Anker für den Vater, für Thor quasi aufgebaut, der sich wieder erneut in die junge Gunhild verliebt und die auch noch von ihm schwanger ist. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn die Gunhild, die jetzt in Schweden wohnt, die hat ihr Kind gekriegt und das Kind leidet unter einem Geburtsfehler. Und dieser Geburtsfehler ist nicht auf irgendein Verhalten von Gunhild zurückzuführen, das klärt sie am Ende auf, sondern es war einfach ein genetisches Thema.
hatte halt leider direkt diesen Geburtsfehler. Sie hat also nichts falsch gemacht, sondern das Kind ist schlicht und einfach bereits mit diesem Geburtsfehler aufgewachsen. Und ja, das heißt, das wird aufgeklärt, die Beziehung zwischen der Eltern Gunhild und Thor ein bisschen zu verbessern. Zweite Rückkehrerin ist die von Grima lange vermisste Asa, ihre Schwester, die wieder zurückkehrt, die damals während des Ausbruchs verschwunden ist. Sie waren alle mit Schneemobil unterwegs, ich glaube, weil sie eine Gruppe gesucht haben, die vermisst wurde. Und ja, sie ist dabei verschwunden, verloren gegangen. Und die beiden nähern sich dann wieder an und finden dann gemeinsam eine Leiche, die genau aussieht wie Asa und die sich dann auch herausstellt am genetischen Material, die Asa ist. Und dementsprechend wird hier dann schon mal dargestellt, dass halt nicht nur Menschen hier wieder auftauchen können, noch existieren, sondern auch verstorbene Menschen wieder auftauchen können. Und später kommt dann noch ein bisschen raus, woran das liegen könnte. Die dritte Person, die zurückkehrt. Wir haben vorhin über das Ehepaar Dari und Rakel gesprochen. Der Sohn kehrt zurück nach 3 Jahren. Und der Sohn hat leider eine sadistische Anwandlung. Er hat schon als Kind mal einem Vogel die Flügel abgeschnitten, was ich schon sehr barbarisch fand, etwas so zu beschreiben. Und es kommt auch dazu, dass dieses Kind, was hier zurückgekehrt ist, Menschen umbringt. Das heißt, er geht wirklich über Leichen, die ihn wegbringen wollen, und tötet Menschen. Und das finde ich schon sehr heftig, wie das hier dargestellt ist. Das erinnert mich sehr stark an Friedhof der Kuscheltiere. Das ist etwas, was mich als Menschen sehr mitnimmt, gerade wenn es um Kinder geht. Aber ich glaube, es geht relativ vielen Eltern auch so, wenn sie sich vorstellen, ihr Kind würde zurückkehren von den Toten, dass man erstmal natürlich versucht, das wieder so aufzunehmen und vielleicht die Veränderung nicht sieht, aber dann doch reagieren muss auf das, was hier passiert ist. Dann haben wir die Frau von Gisli, die ja krebskrank ist. Davon taucht auch die Doppelgängerin wieder auf, die noch gesund ist und ja, Lungenkrebs am Rauchen ist, was man da wieder herleiten könnte. Und in die er sich dann auch wieder verliebt. Und er hat dann halt das Ziel, seine eigentliche Frau, also die schwer krank ist, zu beseitigen, um mit der neuen glücklich zu werden. Und der letzte Wiederkehrer ist eigentlich der größte Schock. Das ist nämlich Grima selbst. Also Grimas Doppelgängerin kehrt wieder. Und die Frage ist halt, warum taucht sie da nochmal auf? Was ist der Grundstein? Und der Grundstein der Erzählung hier ist halt, dass wir nicht als Hauptfokus haben, was ist denn die Ursache dafür, dass die Leute zurückkehren, sondern Hauptfokus sind hier die Beziehungen. Und das ist das, was auch diese Serie irgendwie so gut macht, auch wenn die Charaktere teilweise etwas blass sind, die Beziehung zwischen den Charakteren. Wir haben einmal Grima, die sich von ihrem Mann entfremdet. Also durch die ganze Trauer, die ganze Schuld, die sie halt auf sich zieht für den Verlust ihrer Schwester, hat sie sich da komplett umgewandelt. Wir haben einen Thor, der sich aufgrund vielleicht auch der Situation mit Gunhild von allen so ein bisschen distanziert, der Eigenbrötler ist, der mit seinen Katzen lebt, was halt auch so ein typischer Stereotyp ist, dass jemand, der einsam ist, mit seinen Katzen lebt. Dann haben wir Dari und Rakel, die sich halt durch den Tod ihres Sohns zerbrochen sind, also die Beziehung zerbrochen sind, die dann wieder irgendwie hier zusammenfinden müssen. Also relativ viele Beziehungsgeschichten, die natürlich dann durch die Rückkehr der Toten oder der anderen auf die Probe gestellt werden. Zu den Einzelfällen gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann gibt es am Rand noch so ein bisschen den Grund, woher kann das denn kommen? Es gibt nur zwei Ansätze. Es gibt hier, das ist total interessant, einmal den Ansatz der Wissenschaft, einmal den Ansatz des Glaubens. Wir haben nämlich einmal den Ansatz, dass wir die Hotelbesitzerin haben, der sagt, ja, es gibt eine Geschichte davon, gerade auf das Kind bezogen, dass Elfen quasi ihre Wechselbälger Eltern unterschieben, die in Trauer sind und die dann entsprechend ihr Kind für sich aufziehen. Also das Kuckucksprinzip, ne? Das wird hier dann dieser Meer nochmal mit übertragen. Und die zweite Erklärung ist die von Dari, der Geologe ist und der unterhalb des Gletschers außerirdisches Meteoritengestein findet und damit sagt, da scheint etwas zu sein, was schon seit ewigen Zeiten ist, was jetzt durch die Eruption entsprechend aktiviert wurde oder rausgeworfen wurde und damit diese Situation auslöst. Und dann gibt es noch im Nebensatz eine Erklärung, die halt sagt, wie es scheint, kommt alles zurück, was wir uns wünschen. Deswegen erhält Rima ihre Schwester zurück, weil sie sich halt wünscht, dass sie noch leben würde. Deswegen erhält Thor seine alte Liebe zurück, die er halt verloren hat. Einmal, weil sie halt
gedacht verschwunden ist und halt, weil sie auch nach Schweden wieder gegangen. Und dann erhalten Dari und Raquel ihren Sohn wieder, den sie halt vermissen, den sie gerne wieder haben möchten. Gisli erhält seine gesunde Frau wieder, die ihm fehlt, weil er hat ja nur noch seine kranke Frau und so weiter und so weiter. Und die Rückkehr von Grima ist eigentlich die krasseste, weil das ist, wenn man es übertragen möchte, das, was ihr Mann sich wünscht. Er wünscht sich die alte Grima zurück, die liebevolle, die emotionale, die aus sich rausgeht, die ihm zeigt, was sie für ihn findet, die auch mit ihm Zeit verbringen möchte. Und das ist halt sein Wunsch, der wiederkehrt. Und dadurch entstehen halt die Konflikte, die halt auch zum Ende hin dann nochmal entsprechend auf die Spitze getrieben werden. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir müssen aber trotzdem gerade nochmal über eine weitere absolute Stärke dieser Serie sprechen. Und zwar eine ganz große Stärke ist das Ambiente der Serie. Einmal die Landschaften. Island hat ja unheimlich schöne Landschaften und hier werden ja verschiedene davon gezeigt. Einmal diese Vulkanoberflächen, dann die Gletscherflüsse, die gefrorenen, die es da zum Teil gibt. Die Gletscherhöhlen, die gezeigt werden, eine Einstellung, wo halt Dari sich die Teile des Meteoriten da holt. All das wird unheimlich gut in Szene gesetzt und sieht halt auch unheimlich gut aus. Dann wird sehr stark die Tristesse des Ganzen eingefangen. Also diese Dunkelheit mit der Asche, mit den ganzen Schatten, die dadurch entstehen, mit Tod, mit Verlust, mit den Menschen, die verlassen, mit den leeren Gebäuden. Also diese ganze dunkle Tristesse der Situation wird gut eingefangen. Also nicht nur mit dem Verhalten der Charaktere, sondern auch mit der Umgebung. Hätte man es nur auf die Verhalten, auf das Verhalten der Charaktere bezogen, wäre es für mich wahrscheinlich ein bisschen zu dünn gewesen. Dadurch, dass man das ganze Ambiente noch mit so gestaltet hat, hat es mir gut gefallen. Und natürlich die musikalische Untermalung, der Score auch sehr düster und sehr beeinflussend. Also man merkt wirklich, das nimmt einen so mit. Und gemeinsam mit Score, mit den Beziehungen, die halt wirklich schwierig sind und den einzelnen Charakteren, wie gesagt, teilweise etwas blass, aber doch, irgendwann gibt das Ganze Substanz, kommen wir dann zu einem ziemlich krassen Ende, würde ich sagen. Am Ende lösen sich nämlich die ganzen Beziehungen auf. Wir haben halt Dari und Raquel, die mit ihrem Sohn halt immer wieder merken, wie gefährlich er doch geworden ist und die wirklich ihren Sohn dann selbst töten. Die ertränken ihn wirklich im Meer. Wir haben Asa, die ihre Aufgabe als erfüllt sieht und selbst den Weg ihrer Mutter wählt. Ihre Mutter hat sich ja im Meer ertränkt und sie geht denselben Weg. Finde ich auch sehr krass. Dann haben wir den Gisli, der seine kranke Frau töten möchte, indem er ihr statt ihrer Krebsmedikamente einfach ein Placebo verabreicht. Und das geht aber nicht gut aus, denn die junge oder die jüngere Frau, die sorgt dafür, dass er quasi ausgeschaltet ist, zumindest temporär, und nimmt dann ihr älteres Ich mit und die beiden fahren gemeinsam in eine Aschewolke, wobei ich dabei nicht weiß, ob das jetzt wirklich eine reine Aschewolke ist oder ob das so ein pyroklastischer Strom ist. Kennt man ja auch von Vulkanen, wenn die ausbrechen, dass dann nochmal so eine Hitzewolke mitkommt, die quasi auch alles verbrennt auf dem Weg. Sehr schade ist, dass die Figur Gunhild irgendwie komplett von der Bildfläche verschwindet. Wir haben zwar die Aussöhnung von der Eltern Gunhild mit Thor und dass er seinen Sohn kennenlernt, der auch da bleiben möchte. Das war sehr schön gemacht. Aber die junge Gunhild ist irgendwie weg. Und dann haben wir noch den krassesten Arc für die Hauptfigur. Sie hat ja ihre Schwester, die quasi wieder weg ist, die sie erst zurückgewonnen hat, dann wieder verloren hat und dann noch ihr gleiches Ich. Und sie ertappt ihr gleiches, ihren Doppelgänger halt dabei, dass sie mit ihrem Mann Geschlechtsverkehr hat und den halt bezirzt oder halt ihm das gibt, was er sich gewünscht hat. Und dann sagt sie, ja, es kann nur eine von uns geben und dann spielen die beiden russisch Roulette mit einer Waffe, mit einer Kugel, was das russisch Roulette ausmacht. Und so wie es aussieht, verliert die Original-Grima und stirbt in dieser Szene. Und das ist eine der letzten Szenen. Danach kriegen wir nur noch eine Szenerie, wo wir sehen, dass noch viele weitere Menschen aus der Aschewolke herauskommen. Und das wurde schon in der Gletscherhöhle angekündigt, weil da hatte der gute Dari schon weitere menschliche Gestalten gesehen. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, eine weitere Staffel aufzumachen. Die Frage ist natürlich, braucht es ja eine weitere Staffel? Eigentlich sind ja alle Charaktere zu einem Ende geführt worden. Es gibt keinen, der hier, wo die Geschichte hier offen geblieben ist. Also es wurden alle Themen beendet. Also einmal der Verlust des Sohnes, dann die Wiederkehr, die Erkenntnis, dass das Kind aber nicht mehr ihr Kind ist und dass sie halt dafür sorgen, dass es entsprechend nicht mehr eine Gefahr für andere ist. Und dann das Verlangen nach der jüngeren Frau, wo er halt einfach dann beide Frauen verliert, der Gisli.
Thor, der sich mit seiner alten Liebe und ihrem Sohn quasi aussöhnt, da auch die Geschichte zu Ende geführt. Und Grima, die merkt, dass halt ihre Schwester wieder weg ist und dann sich mit ihrem eigenen Ich auseinandersetzen muss und da merkt, dass sie vielleicht nicht mehr die Richtige ist. Das aber nicht hundertprozentig einsehen will und das dann über das russische Roulette entscheidet. Also alle Geschichten wurden irgendwie zu einem mehr oder minder guten Ende geführt. Ich würde eher sagen minder, also die Serie endet auf einem sehr traurigen Punkt. Und hier ist auch die Frage, braucht es eine zweite Staffel? Für mich nicht zwingend, also für mich hat das so eigentlich ganz gut abgeschlossen. Man kann natürlich damit wieder weitere Geschichten erzählen. Wir haben von der Hotelbesitzer noch keine große Geschichte gehabt. Wir wissen nicht, ob vielleicht aus den Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, sich wieder neue Figuren ergeben, die dann zurückkehren. All das würde man hier jetzt noch zeigen. Ich muss sagen, ich fand die Serie an sich gut. Sie hat ein paar Schwächen. Also kein hundertprozentige Top-Serie, aber alleine die Stimmung, das Ambiente und auch die Beziehungsgeschichten, die halt erzählt wurden, haben mir wirklich gut gefallen. Auch wenn es bei den Charakteren Schwäche gab, bei dem Thema Kommunikation Schwäche gab und auch bei der Aufklärung, wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber das ist halt reine Geschmackssache. Ja, und das war einmal unser Podcast zur Serie Cutler. Die könnt ihr auf Netflix sehen, bestehen Netflix, aber müsst ihr nichts extra bezahlen. Und ich würde sagen, wenn ihr mal Zeit habt, 8 Folgen mit, ich glaube, 45 bis 50 Minuten Laufzeit, guckt sie euch mal an. Allein für das Ambiente, für die Stimmung ist das wirklich gut gemacht. Ja, und das war es dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und würde sagen, wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.